Das letzte Mal habe ich über Dukkha gesprochen, Leid, beziehungsweise subtilere Aspekte von Dukkha, die nicht bloß Leid bedeuten, sondern auch subtilere Aspekte. Und es gibt immer zwei Dinge und man kann das wie zwei Gewichte auf der jeweiligen Waagschale ansehen. Leid und Glück und Freude. Und der Buddha sagt auch, wir können von Leid lernen, wir können auch von Glück oder von Freude lernen. Und so lass uns etwas auch den Blick auf diesen Aspekt des Daseins geben. Und was der Buddha so dazu sagt, und wir finden eine ganze Menge dazu. Ich möchte gern vorher ein kleines Kapitel von Khalil Gibran über Freude und Leid vorlesen. Freude und Leid. Derselbe Brunnen, aus dem euer Lachen aufsteigt, war oft von euren Tränen erfüllt. Und wie könnte es anders sein? Je tiefer sich das Leid in euer Sein eingräbt, desto mehr Freude könnt ihr fassen. Ist nicht der Becher, der euren Wein enthält, dasselbe Gefäß, das im Ofen des Töpfers gebrannt wurde? Und ist nicht die Laute, die euren Geist besänftigt, dasselbe Holz, das mit Messern ausgehöhlt wurde? Wenn ihr fröhlich seid, schaut tief in eure Herzen, und ihr werdet finden, dass nur das, was euch Leid bereitet hat, euch auch Freude gibt. Wenn ihr traurig seid, schaut wieder in eure Herzen, und ihr werdet sehen, dass die Wahrheit um das weint, was euch Vergnügen bereitet hat. Einige von euch sagen, Freude ist größer als Leid. Und andere sagen, nein, Leid ist größer. Aber ich sage euch, sie sind untrennbar. Sie kommen zusammen, und wenn einer allein mit euch am Tisch sitzt, denkt daran, dass der andere auf eurem Bett schläft. Wahrhaftig, die Schalen einer Waage hängt ihr zwischen eurem Leid und eurer Freude. Nur wenn ihr leer seid, steht ihr still und im Gleichgewicht. Wenn der Schatzhalter euch hochhebt, um sein Gold und sein Silber zu wiegen, muss entweder eure Freude oder euer Leid steigen oder fallen. So als zwei Seiten einer Münze. Und in der Pali-Sprache, mit der der Buddha offensichtlich gelehrt hat, gibt es sehr ähnliche Ausdrücke, Dukkha und Sukha, Leid und Glück. Es gibt so Etymologen, die versucht haben herauszufinden, wie dieses Wort entstanden ist und was es ursprünglich bedeutet hat, schon in einer vorbuddhistischen Zeit. Und ob es stimmt oder nicht, ich weiß es nicht. Aber eine der Erklärungen ist, Du heißt sowas wie schwer und Su leicht oder gut und schwierig. Und Ka sowas wie die Narbe des Rades. Das heißt, Dukkha ist im ursprünglichen Sinne nach diesen Etymologen sowas wie das Rad läuft holprig und Sukha würde heißen, das Rad läuft wie geschmiert. Wie geschmiert. Holprig. Andere sagen, ja, das bedeutet sowas wie ursprünglich wie leicht zu ertragen und schwer zu ertragen. Aber Tatsache ist, dass Dukkha bedeutet Leid, aber auch unangenehme Dukkha-Vedana, unangenehme Beigeschmäcker, unangenehme Grundgefühle. Es sind Dinge, Erfahrungen sind einfach unangenehm und andere angenehm. Und das wäre Sukha-Vedana, angenehme Sinneserfahrung. Es ist aber nur in einem gewissen technischen Bereich, dass hier auf Vedana diese beiden Ausdrücke verwendet werden. Angenehmes und unangenehmes Grundgefühl. Aber Sukha bedeutet so wie Dukkha auch wesentlich mehr als das. Das bedeutet auch Glück im weitesten Sinne, Glück und Wohlergehen. Der Buddha spricht oft von Glück und Wohlergehen, zum Beispiel in Bezug auf, was bringt Glück und Wohlergehen in diesem Leben? Und ein anderer Themenbereich ist, was bringt Glück und Wohlergehen in zukünftigen Leben? Weil der Buddha hier weiter denkt als nur bezüglich diesem Dasein. Und schließlich auch, was ist das höchste Glück? Und gibt es Arten von Glück, die nachhaltiger sind als andere?
Man kann eine ganze Menge darüber finden in den verschiedenen Lehrreden. Der Dalai Lama hat mal gesagt, Unglück ist oft nicht veränderlich. Glück ist harte Arbeit. Der hat da darauf hingezeigt, dass Glück etwas ist, wo wir selber auch verantwortlich sind und was wir auch erschaffen können. Aber oft ist es nicht einfach nur so, aus, weil wir es gerade wollen. Es braucht verschiedene Bedingungen dazu und die sind manchmal auch längerfristig. Ich möchte so ein paar Arten von Sukha, die der Buddha beschreibt, in verschiedenen Kontexten hier bringen. Erstmal Glück im Sinne von Glück für weltliches Glück. Da wird unterschieden jetzt für, im Buddha-Dharma gibt es eine große Unterscheidung, nämlich zwischen den sogenannten, das kommt noch aus der indischen Kultur damals, die Haushälter und die Mönche und Nonnen oder Haushälterinnen. Also die Menschen, die im sogenannten Laienleben, so, halt so Macker wie wir, ohne Robe und ohne Glatze, sind so ganz normale Menschen, die arbeiten gehen oder auch nicht, oder die Familie haben oder auch nicht, aber irgendwo so in unserer Gesellschaft im Alltag leben. Was sind denn da für Arten von Glück, die der Buddha beschreibt? Und dann spricht er zu Mönchen und Nonnen und das sind wieder andere Sachen. Und hier gibt es eine Lehrrede, ich weiß nicht, ob jemand sowas liest, in diesem vierten Buch der angereihten Sammlung. Vier Arten des Glücks mag der im Genusse der sinnenfreudende Hausvater erleben. Hausvater oder Mutter oder wie auch immer. Und hier beschreibt als erstes diese Art von Glück, die zu tun hat mit Wohlstand. Wohlstand, und hier aber Wohlstand, der rechtens erworben ist. Wir haben nicht betrogen, wir haben nicht irgendwelche Linke gemacht, wir haben irgendwo einen Wohlstand uns erarbeitet, der gleichzeitig mit einem reinen Gewissen behaftet ist. Und das ist nicht irgendwie so eine Geschichte, wo man nicht weiß, ob das irgendwann einmal zusammenfällt. Eine Art von Wohlstand, die auf einer gewissen Ebene, und das kann man nicht leugnen, auch Glück bringt. Wir können uns was leisten. Wir haben vielleicht auch etwas auf der Seite, das gibt auch etwas Sicherheit und wir haben einen gewissen Komfort und so weiter auf dieser materiellen Ebene. Und der Buddha wird nicht sagen, jetzt alle, gebt alles her und werdet jetzt Asketen. Aber wie kommen wir zu diesem Wohlstand? Ist es auf eine Art, die auch der Gesellschaft zuträglich ist oder Dinge, die eigentlich der Gesellschaft schaden? Zum Beispiel durch Drogenhandel oder Waffenhandel oder was auch immer. Das wäre dann, wird nicht in diese Kategorie fallen. Die zweite Art von Glück, die er hier beschreibt, ist die des Genusses, diese Dinge, die man sich erworben hat. Dort drin in der alten Übersetzung steht, im Schweiße seines Angesichts. Ich weiß nicht, ob da nicht irgendwelche alten christlichen Terminologien eingeflossen sind, ob das tatsächlich in der Pali-Sprache also heißt. Auf jeden Fall, was man sich erworben hat, auch zu genießen, aber auch mit anderen zu teilen und mit Familienmitgliedern etwa zu teilen. Auch eine Art von Glück, die nicht zu übersehen ist. Da gibt es im 7. Bezirk ein Modegeschäft, das heißt, kauf dich glücklich. Das trifft sie irgendwie. Kauf dich glücklich. Jetzt ist eh so die Zeit, wo man sich glücklich kaufen kann und auch andere glücklich kaufen kann. Ich kaufe mir auch glücklich. Also ich kaufe mir gern Bücher. Das Gefühl, sie zu haben, ist durchaus auch ein gutes Gefühl. Und sie jederzeit lesen zu können, wenn es mich interessiert. Das ist halt so mein, manchmal mich glücklich kaufen, obwohl so extrem ist es auch nicht.
Und dann, wenn irgendein Thema mich interessiert, sage ich, ah, da habe ich ja was. Ja. Natürlich haben diese Dinge auch Limitationen. Gerade dieses sich glücklich kaufen, das hält Momente an. Aber es braucht auch immer wieder irgendwie etwas Neues. Der Buddha spricht hier etwa auch von, wenn es um Glück geht, zu sehen, was ist das Schöne daran? Was ist der Nutzen davon? Ja, was bringt es uns? Aber gleichzeitig auch zu sehen, was sind die Limitationen? Ja. Wenn wir uns tiefste Beglückung, die anhält, erwünschen, dann wird es das vielleicht nicht bringen. Was sind die Limitationen auch zu sehen? Die dritte Art von Glück, die er hier beschreibt, ist Glück, das interessanterweise keine Schulden haben. Wir können uns, und das ist ganz etwas Normales in unserer Gesellschaft, auf Schulden ein Haus bauen und so weiter. Und Leute sagen, ja, anders wäre nie zu meinem Haus kommen. Das ist, denke ich, auch hier gibt es einen Nutzen, aber es gibt auch eine Limitation. Ich kenne Leute, ich bin mir nicht sicher, ob ich meinen Job verliere und das Haus hat aber 800.000 gekostet und da wohne ich jetzt mit meiner Familie und weiß nicht, ob ich dort bleiben kann. Das ist immer irgendwie so ein komisches Gefühl. Das ist sozusagen die Limitation oder die andere Seite der Medaille. Wir können uns einfach dessen bewusst sein. Es gibt zwei Seiten. Und dieses befreiende Gefühl, niemanden in der Schuld zu sein. Vierte Art des Glücks, und die stellt der Buddha hier als etwas subtilere und eine sehr wertvolle Art des Glücks hin, ist die des ethischen Handelns und heilsamen Handelns. Sozusagen, wenn wir im Großen und Ganzen nach diesen fünf ethischen Richtlinien des Buddha etwa leben, wie nicht absichtlich Leben nehmen, beziehungsweise wenn, dann wirklich abwägen. Ja? Manchmal geht es nicht wirklich anders. Aber nicht einfach, aber Leben wertzuschätzen und auch nicht zu nehmen, was nicht gegeben ist. Und mit verantwortungsvoll mit Sexualität umgehen und sie nicht berauschen und die Wahrheit hochhalten. Dann gibt es etwas, was eine subtile Art von Glück ist, aber die sehr nachhaltig sein kann. Und die wird genannt das Glück von Reuelosigkeit. Ja, das Glück von Reuelosigkeit. Ja, das ist etwas, wir schauen zurück und können sagen, okay, eine Reue kann nagen. Und es kann gut sein, dass wir da und dort Reue verspüren, weil wir sind auch nicht perfekt und wir sind nicht komplett erleuchtete Wesen, wir sind Menschen. Das heißt, so auf der anderen Seite können wir sehr wohl auch sehen, ob wir Frieden schließen können mit dem, was ungeschickt war, mit den Dingen, die auf der mehr unheilsamen Seite waren. Aber gleichzeitig auch zu sehen, ist es möglich, in der Zukunft mehr Achtsamkeit in diesen jeweiligen Bereich zu geben. Das ist natürlich nicht etwas, was unbedingt so von selbst geht, sondern auch durch andere Dinge wie Geistestraining und Meditation, Achtsamkeit und Weisheit getragen wird und auch wieder umgekehrt genährt wird. Und gleichzeitig ist es aber auch eine ganz gute Basis dafür. Wir finden etwa so eine Serie von Fragen, die da jemand stellt und wo in einer Lehrrede, ich glaube Upanishad-Sutta, herauskommt, wie eines aufs andere aufbaut und es beginnt etwa so wie also ein ethisch heilsames Leben zu leben. Was bringt das? Wofür ist das die Basis? Und dann heißt es, was ist die Basis für Reuelosigkeit? Aha, und Reuelosigkeit, wofür ist Reuelosigkeit die Basis? Für Freude. Wofür ist Freude die Basis? Für Geistesruhe. Wofür ist Geistesruhe die Basis? Für Glück. Glücksgefühl. Wofür ist Glücksgefühl die Basis? Für den gesammelten Geist, ein gesammeltes Herz. Wofür ist ein gesammeltes Herz die Basis? Für Klarblick oder für klares Erkennen der Dinge, wie sie sind, für die Entwicklung von Weisheit. Und es geht dann noch etwas weiter, es geht bis zur Befreiung des Herzens.
Auch hier haben wir dieses Glück des heilsamen Handelns, des ethischen Lebens. Oder wie auf ganz eine simple Art ein aus Sri Lanka ein Mönch das einmal gesagt hat: Du kannst nur so viel meditieren, aber wenn du so in deinem Handeln sehr ungeschickte und unheilsame Handlungen hast, dann ist das wie ein Ruderboot rudern, das angehängt ist am Seil. Du kommst nicht wirklich vom Fleck. Das heißt, die ersten Bereiche des Glücks werden wiederum in einem anderen Kontext genannt, das Glück der Sinne. Fünf Sinne. Wir sind sinnliche Wesen und haben gerne auch etwas Schönes, Angenehmes zu sehen, zu hören, zu spüren und zu schmecken. Und das ist nicht zu verachten. Das ist sogar eine Notwendigkeit, dass Glück und Leid, heißt es, zumindest so eine ausgewogen sind. Weil wenn wir nur Leid erfahren, dann wird uns das nicht unbedingt so die Basis sein für Meditation und so eine spirituelle innere Entwicklung für die meisten. Und wenn wir nur Glück erfahren, dann kann es sein, dass man nachlässig wird. Wenn es ausgewogen ist und die meisten lernen eher durch Leid, dann ist das auch ein Ansporn, aber es ist auch beides da. Ein indischer Meister, Nisargadatta Maharaj: Vergnügen versetzt dich in Schlaf und Schmerz weckt dich auf. Wenn du nicht leiden willst, dann schlaf nicht ein. Das heißt, lass uns auch selbst in den angenehmen Zeiten nicht einschlafen, sondern auch einen weisen Blick auf Glück, Freude und die Ursachen davon geben. Und auch auf Sinnesfreuden. Und Sinnesfreuden durchaus genießen, aber auch sehen, gibt es noch etwas darüber hinaus? Das muss nicht unbedingt ein Entweder-Oder sein. Oder wie einmal in einem Meditationsretreat jemand, der besonders es eilig hatte, was weiß ich, erleuchtet zu werden oder was auch immer, und besonders es gut machen wollte, dann kam man und hat gesagt, soll ich vielleicht, weil es hat immer zur Nachspeise, hat dann noch so ein Stück Schokolade gegeben dort. Soll ich vielleicht auf die Schokolade verzichten? Geht dann meine Praxis schneller? Na, isst die Schokolade, aber isst sie mit Achtsamkeit, ja? Und beobachte, ja, genieße sie, aber beobachte, was hat damit passiert? Oder schau, wie auch vielleicht, wenn Anhaften entsteht, das Anhaften entsteht, aber isst sie ruhig. Und trotzdem finden wir etwa im Dhammapada, diesem Versebuch, also die angeblich auf den Buddha zurückgehen oder seine Lehre zusammenfassen, so etwas wie Dhammapada 290, ist der Vers: Wenn durch Verzicht auf kleines Glück man ein erhaben Glück gewahrt, gibt auf der Weise kleines Glück in Anblick solch erhabenen Glücks. Und wir geben kleines Glück dann auf, wenn wir einen Geschmack bekommen von, ich sag mal, erhabenem Glück. Und das heißt nicht, dass wir es für immer aufgeben und auch nicht für immer aufgeben müssen, aber vielleicht mehr den Nutzen, aber auch die Grenzen sehen und dadurch auch etwas flexibler werden im Anhaften und Loslassen. Also das Glück der fünf Sinne, das auf eine Weise einen auch insofern gefangen hält, nachdem, so wie Joseph Goldstein das gerne sagt, wir immer wieder auf den nächsten Hit schauen. Was ist der nächste Hit? Vielleicht der nächste Urlaub oder in die Therme gehen oder am Samstag essen gehen oder es kommt Besuch oder was auch immer. Oder andere haben den nächsten Hit erst in 10 Jahren. Aber dazwischen gibt es die kleinen. Und das bloß zur Beobachtung. Ja? Je mehr wir nur auf diesen Hit hinarbeiten, desto mehr trennt es uns wieder von dem, was jetzt ist. Was aber nicht auch bedeutet, wie das jemand genannt hat, das hat mich echt inspiriert, weil ich bemerkt habe, ich mache das schon. Das ist mehr so auf einer Überlebensebene. So, wie kann ich meinen Geist und mein Herz pflegen und füttern, das braucht
Ihr braucht auch was Angenehmes. Gerade wenn es so grau ist in der Stadt und das Wetter nicht auf dieser Seite ist, dass es einen derartig hegt und nährt. Ja. Und da hieß es, schafft ihr sowas wie von Zeit zu Zeit kleine Glücksoasen. Das klingt gut. Das muss nichts Großes sein. Glücksoase, was kann das sein? Ja, vielleicht eben ein warmes Bad. Meine Glücksoase, ja, viele Glücksoasen. Wenn es im Wald spazieren gehen, egal bei welchem Wetter, kann auch im Nebel sein. Die andere Glücksoase heißt Mojon Madjarova. Da gibt es eine in Ungarn eine Therme, die ist, wo ich wohne, nicht weit. Und da hat das Wasser 37 Grad. Braucht es nicht viel. Das tut gut. Und die Frage ist, ist das alles? Wir brauchen es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und da unterscheidet der Buddha schon verschiedene Ebenen von subtilerem und teilweise auch nachhaltigerem Glück. Eines, das wir uns erarbeiten können über die Zeit, ist etwa dieses Glück des heilsamen Handelns und des ethisch vertretbar zu leben. Was uns dieses Glück von gewissen inneren Zufriedenheit und Reuelosigkeit gibt. Weiteres Glück, das der Buddha beschreibt, ist das sogenannte Glück der Sammlung. Und hier würde ich verschiedene Aspekte etwas offener und auch etwas technischer darin sehen. In der technischen Bedeutung bedeutet das Glück der Sammlung, das Glück, das aus der Samatha-Meditation oder aus der Konzentration oder dem gesammelten Geist kommt. Und hier spricht man auch von verschiedenen sogenannten Faktoren der Sammlung, die da sind, wenn wir uns etwa auf den Atem oder ein Meditationsobjekt konzentrieren oder sammeln und unabgelenkt sind. Das ist nicht gleich, aber das kann mit der Zeit entstehen, wenn die verschiedenen anderen Hindernisse, wie zum Beispiel sinnliches Verlangen und so weiter, mal Pause machen. Das muss nicht für immer vorbei sein, aber mal Pause machen. Wir mal unsere nächsten Hits in der Welt beiseite lassen können. Und in der Einfachheit dieses Moments, und sei es nur mit dem Atem oder was auch immer, ankommen können. In Kontakt treten mit dem Objekt, dran sein im Objekt. Der zweite Faktor, der dritte Faktor ist die Freude, die aus diesem im gegenwärtigen Moment sein entsteht. Und der dritte und der vierte Faktor, etwas ruhiger als die Freude, ist Sukha genannt, Glücksgefühl. Glücksgefühl steigt auf. Wohlig, angenehmes Glücksgefühl. Und das fünfte ist die Einspitzigkeit oder das total mit dem Objekt verbunden sein. Interessant, Glücksgefühl ist nur ein Gefühl, das entsteht durch Bedingungen, da ist und wieder vergeht. Man denkt irgendwann einmal, komme ich zum Glück und es bleibt. Jetzt bin ich angekommen. Es ist ein Glücksgefühl, das durch äußere Dinge, durch sinnliche Dinge entsteht, da ist und wieder vergeht. Oder durch innere Dinge, aus dem Geiste heraus selbst. Entsteht, ist da. Vergeht wieder. Okay. Widerlieder haben ja doch auch einiges an Weis. Eins heißt, das Glück ist ein Vogel, oder? Das Glück ist ein Vogel. Das Vogel landet in deiner Hand, aber das bleibt nicht lange sitzen. Das Vogel ist bald wieder weg. Nun, selbst das sinnliche Glück, das auch ein Vogel ist, hat auch unterschiedliche Aspekte. Für manche ist sinnliches Glück Bier trinken, für andere sinnliches Glück in der Natur sein. Und man kann das auch auf den verschiedenen Ebenen immer mehr auch raffinieren. Aber ich bin jetzt nicht beim sinnlichen Glück, sondern ich bin jetzt beim Glück der Sammlung. Das Glück des gesammelten Geistes. Okay? Und das kann sich intensiver anfühlen und sehr durchdringend sein. Aber wir können es nicht willentlich herstellen, sondern nur die Bedingungen dafür schaffen. Und wichtig ist, dass so etwas wie sinnliches Verlangen und Widerwille und so weiter abwesend sein müssen, sonst kann das im Geiste nicht entstehen. Reue und Gewissensbisse sollten auch abwesend sein. Deswegen macht es Sinn,
dass Sila oder so ein ethisches Handeln auch eine gewisse Grundlage ist. Und trotzdem müssen wir nicht makellos sein und uns denken, damit wir das Glück der Sammlung erfahren können. Ich möchte nicht, dass jemand denkt, naja, ich bin nicht so perfekt, ich habe alles mögliche Scheiß baut, ich werde nie im Meditieren weiterkommen. Das stimmt nicht. Aber oft, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, oft ist auch die Meditation so ein Reinigungsprozess, der auch mit diesen alten Wunden arbeitet und wo auch so sowas wie Metta und Verzeihen und Wohlgesonnen sein, auch im Nicht-Perfekt-Sein wachsen können und dadurch auch zu mehr Frieden im Herzen führen und zu mehr Frieden mit der Vergangenheit. Also das Glück der Sammlung. In einem weiteren Sinne würde ich sagen, dass dann, wenn wir frei von Verlangen, Widerwille, Trägheit, Ruhelosigkeit, Gewissensbisse, Herumzweifeln und so weiter sind, dass es auch sowas gibt wie einen klaren, reinen Geist, klares, reines Herz. Nicht nur beim Meditieren, sondern auch im Alltag. Wir sind einfach mit den Dingen, die wir tun, wir sind gerade ausgeglichen, wir sind gerade klar, wir fühlen uns im Herzen gut. Klar. Und das kommt nicht von zufällig, sondern dass es auch ein Resultat sein kann. Und auch das bringt eine Art von Glück, die ich nenne, es ist auch eine Art von Glück der Sammlung. Das gesammelt und klar sein können Sie im Moment und mit den Dingen und auch in der Aktivität und mit den Dingen umgehen, mit denen wir gerade umgehen. Und da kann es sogar sein, dass etwas Unangenehmes erfahren wird und trotzdem bleibt unser Geist oder Herz klar und rein und das balanciert es auf eine Weise dann auch wieder aus. Und das sind durchaus Früchte des Praktizierens. Ein weiterer Aspekt, dann noch eine andere Art von Glück, die der Buddha nennt, ist, die noch etwas subtiler sein mag, ist das Glück der Einsicht, der Weisheit. Und dieses Glück der Weisheit hat sehr wohl auch damit zu tun, dass wir etwa diese Weisheit von Veränderlichkeit verinnerlicht haben, mehr und mehr, dass wir sehen, wie an etwas, was sich verändert, festzuhalten, nicht wirklich etwas bringt, außer Leid. Und was mit der Zeit mehr und mehr zu einer Ausgeglichenheit führt oder oder Gleichmut führt. So wie Khalil Gibran schreibt, nur wenn ihr leer seid, steht ihr still und im Gleichgewicht. Das könnte sich so ungefähr darauf beziehen, im Gleichgewicht sein, im Gleichgewicht zwischen Glück und Unglück, zwischen angenehm und unangenehm und trotzdem im Gleichgewicht. Und das ist subtil. Das ist nicht unbedingt das überwältigende Glück, das wir uns vielleicht vorstellen. Aber mit der Zeit lernt man auch die weniger starken Reize schätzen. Dass so etwas wie Ausgeglichenheit und im Angesicht von wechselnden Bedingungen auch etwas sehr Befriedigendes sein kann, eine Art von Glück. Und der Buddha sagt letztlich, das höchste Glück ist Frieden. Der meint dann nicht unbedingt den Frieden in der Welt, weil es kann Frieden in der Welt geben, wir sind trotzdem unglücklich, sondern Frieden im Herzen. Und das ist nicht unbedingt ein Glücksgefühl, ein überschäumendes, sondern es ist friedlich, auch im Angesicht von unterschiedlichen Bedingungen. Es gibt da dieses Buch, schon seit vielen Jahren, ich glaube, das habe ich mal vor 15 Jahren oder so in der Hand gehabt, Hector sucht das Glück. Da geht er so, glaube ich, durch die Welt und befragt Leute über Glück und alles Mögliche erfährt er. Bis er, glaube ich, in China von jemandem erfährt, wo es etwas so ist, stellst du überhaupt die richtige Frage? Oder die Antwort ist, Glück ist nicht das Ziel. Und das kann ich mir so erinnern. Glück ist nicht das Ziel. Aha. Wir sehen irgendwie Glück, so ist unser Ziel. Ne? Glück. Und glücklich sein. Aha, Glück ist nicht das Ziel. Wenn Glück ein Glücksgefühl ist, das veränderlich und vergänglich ist, dann hat es zwar etwas sehr Befriedigendes, aber es hat auch noch einen Haken. Es hat eine Grenze.
Ah, Glück ist nicht das Ziel. Deshalb sagt der Buddha, das höchste Glück ist Frieden. Auch im Angesicht von wechselnden Bedingungen, von den sogenannten acht weltlichen Geschehnisse, oder machen wir es auch genannt, die acht Winde des Lebens oder acht weltliche Phänomene. Das sind jeweils Gegensatzpaare, denen wir einfach, weil es das Leben ist, ausgesetzt sind. Und selbst so weise Personen wie der Buddha oder andere sind denen ausgesetzt, weil das einfach das Leben ausmacht. Gewinn und Verlust, Lob und Kritik, Verehrung und Verachtung, Glück und Unglück. Gewinn, Verlust, Lob, Kritik, Verehrung, Verachtung, Glück und Unglück. Ja, das sehen das oft so in den Medien. Menschen, die da so hochgehoben werden, ein paar Jahre später fallen sie alle vom Stocker. Verehrung, Verachtung. Lob, Kritik. Ja, das ist nicht immer persönlich zu nehmen. Obwohl es gut ist, auch darüber zu reflektieren, aber es ist nicht immer persönlich zu nehmen. Glück und Unglück. Das heißt, wir kommen zu einer Ebene, wo Glück und Unglück auf eine Weise transzendiert wird. Und hier ist dieser Aspekt der Weisheit, die das erkennt und sieht und mit dem Herzen sieht und achtsam durch diese Polaritäten gegangen zu sein, immer wieder etwas mehr Ausgeglichenheit und Gleichmut bringt. Und selbst der Gleichmut ist Bedingungen unterworfen. Und so ist auch dieses Glück der Weisheit nicht unbedingt das höchste Glück. Weisheit ist nicht etwas, was man hat, sondern es gibt weise Momente und es gibt unweise Momente. Und Weisheit ist etwas, was man nähern kann, und Weisheit kann man auch wieder verlieren. Wie ein Zen-Meister mal gesagt hat, ein weiser Moment, ein dummer Moment. Ein weiser Moment, ein dummer Moment. Es braucht genährt zu werden, steht. So, und dann bleibt nur noch das, was der Buddha nennt, das höchste Glück. Oder das höchste Glück nennt er Frieden. Das Frieden des Nicht-Anhaften an was auch immer. Oder vielleicht ein Frieden des Nirvana genannt. Ein Herz, das nicht festhält. Und das Loslassen des Festhaltens geschieht nur durch Weisheit. Das mag irgendwie nicht wirklich greifbar sein für uns oder irgendwie weit weg, wie auch immer. Aber ich denke, was hilfreich ist zu reflektieren, ist, da sind verschiedene Ebenen von Glück. Und welche möchte ich nähern? Und bleibe ich auf einer, als gäbe es nichts anderes? Oder gibt es noch Ebenen wie das Glück des Herzens, des heilsamen Handelns, das Glück des reinen Herzens und Geistes und der Sammlung und letztlich das Glück der Weisheit, das nicht auch genährt werden möchte und genährt werden kann. Und vielleicht bezieht sich darauf dieses Zitat von Dalai Lama, Glück ist harte Arbeit, im Sinne von, das ist ein gutes Ding, das auch Weile braucht. Und das blöderweise oft geschwinder zerstört ist als aufgebaut. Also, lass uns halt dranbleiben, so gut es geht. Und genug für heute.